Alter, wie bringst du es denn auf 1,47 Angriffsgeschwindigkeit? Wie ich es auf 1,47 Angriffsgeschwindigkeit bekomme? Ja, das lässt sich ganz leicht erklären. Aber bevor ich jetzt hier wieder stundenlang rumerzähle und keiner eine Ahnung hat, wovon ich jetzt wieder rede und Formeln um mich schmeiße und den ganzen Kram, was euch sowieso nicht interessiert, damit ich es kurz mache, treffen wir uns doch einfach kurz mal in-game und dann zeige ich euch das, ne? Okay, abgemacht. So, und willkommen. Jetzt sind wir in-game. Wir sind online. Ja, wieso heiße ich auch Online-Arcanus? Wo stellen wir uns denn hin? So ein Weihnachtsgequietsche, wollt ihr das hören? Weiß nicht. Ach, stellen wir uns einfach mal zu diesem neuen, zu diesem neuen Typen hier. Da will ich ja eh bald meinen neuen Umhang kaufen. Beziehungsweise mein neues, mein Mandel da. So, also die Frage ist, unterhalb also eines Videokommentars hat jemand gefragt mich, wie komme ich auf eins, beziehungsweise nicht nur gefragt, es gab schon mehrere Leute auch in-game, die mich angesprochen drauf haben, weil ich sag mal, ihr seht selber, ich habe Großbogen. Erstmal Punkt 1, meine Angriffsgeschwindigkeit ist sehr schnell. Punkt 2, dadurch, dass ich einen großen Bogen habe, das sieht man nicht sehr häufig. Ach, ich hab's heute Abend irgendwie. Ja, ich weiß, morgens Weihnachten, supi, ich freue mich schon und jetzt krieg's nicht mal mehr hin. Das ist schon die fünfte Vers mein fünfter Versuch, diese blöde Aufnahme und ich laber irgendwie. Ich fange an, irgendwie Scheiß zu labern und komme von der roten, komme von meinem roten Faden ab und ach, jetzt komme ich wieder von meinem roten Faden ab. Wisst ihr was, Leute? Ich mach's jetzt einfach kurz, knackig, schmerzlos und dann freut ihr euch alle zu Weihnachten, dass ihr endlich wisst, wie gut ich bin. Was denn sowieso keine Sau interessiert. Also hier habt ihr meinen legendären Knochenbogen. Das ist so gesehen das Hauptteil. Das Wichtigste, quasi die Waffe selber. Ach, Alkars laber keinen Scheiß. So, also ihr seht ganz oben legendär Knochenbogen, Haupthandbogen, so weiter. Und dann in weiß steht da die eigentliche Angriffsgeschwindigkeit. Und zwar wie bei jedem Großbogen 0,83 Angriffe pro Sekunde. Zusätzlich im Bogen integriert, was diesen Wert erhöht, was auch oben drüber in 0,98 steht. 5,68 und 5,01% schnellere Angriffsgeschwindigkeit. Zusammen sind das ungefähr 17% und da eben noch die 11 Schaden dazu. Aber das wollen wir jetzt mal nicht, das interessiert uns sowieso nicht. Ja, wie geht es jetzt mit den Saphiren voran? Es gibt eine einfache, was heißt einfache? Wer ein bisschen rumexperimentiert, der findet es auch so raus. Ja, ich bin sowieso so ein Typ, der gerne rumrechnet und ich habe die Formel, ich habe sie bestimmt nicht hundertprozentig raus, aber ich vermute, wie sie funktioniert. Und zwar habe ich hier 0,98 Angriffsgeschwindigkeit und ich habe 1,47. Was müsste uns das eigentlich sagen, wenn wir jetzt den Taschenrechner rausholen? 0,98 mal x ist gleich 1,47. Also wie kommen wir auf x? X muss ja die prozentuale Steigung sein. Das macht er in dem Sinne. Geh mal weg, du blödes Ding. So, wir haben ja hier zusätzlich, also fünfmal, ihr seht schon, also gut, ja, ich gebe es zu, ich bin Käufer, ich habe 70 Euro, ich glaube 70 Euro für die Edelsteine ausgegeben, ich gehe nebenberuflich noch arbeiten, neben der Schule noch ein bisschen arbeiten, noch ein bisschen jobben, aber wen interessiert das schon, aber da habe ich eben mal ein bisschen Geld und kann mir das Ganze leisten, so, das sind aber nicht die einzigsten. Hier oben in der Waffe sind noch mehr. Ich sag mal, das zum einen ist das Glück, nicht nur so eine Waffe mit dreimal Angriffsgeschwindigkeit zu halten, sondern auch gleichzeitig mit vier Sockeln. Das ist wirklich verdammtes Glück. Und dann noch der Waffenzieher. Gut, der hat jetzt dreimal Schaden an der Crit. Das ist mir ja, das ist auch relativ gut. Aber mir geht es auf jeden Fall um die leeren Slots. Und die habe ich jeweils um eins erweitert. Fünf Slots, fünf Slots. Macht insgesamt 10 Slots. 5% Angriffsgeschwindigkeit. Macht insgesamt 10. 10 mal 55, genau. Ich war schon immer gut in Mathe. Danke, Leute, danke. Und jetzt müsste es eigentlich in der Rechnung lauten. Also normalerweise müsste man jetzt rechnen. Also, wer sich so denkt. Ja, was heißt hier, wer sich so denkt? Der rechnet jetzt 50 plus 6,51. Also, plus diese anderen dazu sind dann plus 17, sind dann, ich sag mal, 67 und dann 0,83 mal 1,67. Also quasi 67% drauf plus die 0,83 Angriffsgeschwindigkeit, die sowieso auf dem Bogen drauf ist. Ihr könnt mir nicht mehr zuhören, weil ihr sowieso nicht wisst, was ich quatsche. Sehr gut, deswegen schreibe ich es ja auch gerade mit. So. Das ist aber Blödsinn. Und ich möchte es auch wirklich kurz machen. Die Saphire, die ich auch hier drin habe, und das ist wirklich auch allgemein so bei allen Bogenschützen, die Saphire, die zusätzliche Angriffsgeschwindigkeit, stützen sich auf die Gesamt. Erreicht Angriffsgeschwindigkeit, also auf die gesamthöchste Angriff pro Sekunde, die im Bogen drin ist. In diesem Fall bei mir 0,98. Und in diesem Fall heißt die Rechnung 0,98 mal 1,5 ist gleich 1,47.
Da habt ihr das Big Point hat gut gerechnet, habt auf- oder abgerundet, je nachdem. Jetzt wisst ihr, wie ich dazu komme. Ihr habt gesehen, aha, der hat viele Edelsteine, der hat einen verdammt guten Bogen, der hat einfach nur Glück gehabt, der Kerl, und der hat ein bisschen Geld ausgegeben. So, Frage beantwortet. Dankeschön. Kann ich jetzt endlich die Aufnahme beenden und mich für morgen auf Weihnachten freuen? Danke, Leute. Oh, der Kürbis fehlt ja. Na dann, bis zum nächsten Video. Und, ach ja, bevor ich es vergesse, wenn wir hier schon den schönen Weihnachtsbaum sehen und ich schon von Weihnachten rede. Das wird wahrscheinlich das letzte Video sein. Morgen werde ich bestimmt keines machen. Ja, was sagt man in so einem Fall schon? Ich wünsche natürlich allen Abonnenten, alle, die diese Videos, dieses Video hier gucken, natürlich auch alle, die mich mögen und was weiß ich und alles, ein schönes, frohes Fest. Schöne Weihnachten, gute Bescherung und Hauptsache gut, die nicht so auf diesen ganzen Klatsch stehen, den sage ich einfach mal, okay, habt schöne Feiertage, seid froh, dass es Ferien sind. Die in die Schule gehen, so, ach, endlich schulfrei, die ganzen Kinder und alles, was weiß ich. Habe ich irgendwas vergessen? Ach ja, und meine Leute im TS, die habe ich leider auch teilweise, die sind in den letzten 2 Tagen richtig auseinandergegangen. Ich konnte leider nicht mehr alle zusammenholen. Ich glaube, das letzte war das Event, was wir zusammen gemacht haben. Jomas war nochmal kurz da, Paul, Skyra, ich, naja, jetzt ist leider keiner mehr da. Also ich wünsche auch meinen ganzen Freunden aus dem TS schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns bis dahin nicht nochmal sehen, aber das glaube ich nicht. Ja, und bis dahin, habt eine schöne Feier. Tschüss. Wuhu, Ferien.